Vielen Dank für diesen schönen Lieder und für das mit hineinnehmen in den Lobpreis und Lobgesang Gottes. Alle Jahre wieder frage ich mich, was soll man zu Weihnachten predigen? Also nicht alle Jahre wieder, ich bin ja nicht alle Jahre mit dem Predigtdienst dran, aber wenn ich dran bin, ich meine, die Sache ist doch ziemlich klar, um was es hier geht, oder? Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal auf das Krippenspiel und dann wird das jedes Mal von einer anderen Seite beleuchtet. Einmal aus Sichtweise der Engel, einmal aus Sichtweise der Hirten, einmal aus der Sichtweise von Maria und Josef oder auch der Weisen aus dem Morgenland. Ja, das sind tolle Sachen, aber der Kern der Sache ist trotzdem natürlich immer derselbe. Es geht um Jesu Geburt. Von daher gesehen bin ich mir auch sicher, das, was ich zu sagen habe, ist nicht neu für euch. Aber wie sagt man schon? Wiederholung ist die Mutter der Weisheit und ich weiß oder ich hoffe, dass wir alle weise werden wollen. Und von daher ist das auch immer wieder gut, Dinge zu wiederholen, auf den Punkt zu bringen. Wir sind vergessliche Menschen. Ja. Und der Leitsatz oder der Beginn ist auch eine Aussage, bei der ich mir sicher bin, dass die meisten, die allermeisten, die auch schon mal gehört haben, nämlich die geht so, viele Menschen wollten sein wie Gott, aber nur ein Gott wollte Mensch sein, der Gott und Mensch Jesus Christus. Das ist sozusagen mal so der Leitgedanke oder die Überschrift der Predigt. Und um uns das ein bisschen näher zu bringen, was muss das vielleicht auch ein Gefühl gewesen sein für Jesus, die Herrlichkeit bei Gott zu verlassen, auf diese Erde zu kommen, um uns zu dienen. Von daher habe ich hier drei Punkte und wir beginnen mit dem ersten. Was hat Gott in Jesus Christus zurückgelassen, als er zu uns kam? Gott ließ seinen unermesslichen Reichtum zurück. Wenn ein Staatsmann, wenn ein König oder eine Königin ein anderes Land bereist, sozusagen auf Staatsbesuch geht, naja, dann wird schon einiges auch aufgeboten, damit der Repräsentant auch würdig dann erscheinen kann und gut ausgestattet ist, natürlich auch sicher sein kann. Beim amerikanischen Präsidenten, der bekommt einen Jumbojet zur Verfügung gestellt, der Air Force One zum Beispiel. Oder auch der Papst, wenn er auf Reisen geht, dann bekommt er aus Rom das sogenannte Papamobil geliefert, mit dem er sich prunkvoll und sicher auch fortbewegen kann, sich dem Volk zeigen kann. Im krassen Gegensatz dazu, der König aller Könige, bei dessen Ankunft schlicht und einfach verkündete ein Engel den Hirten auf den Feldern Bethlehems. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Gott kam in Jesus Christus ohne seinen himmlischen Reichtum zu uns. Und dass er in seiner Menschwerdung seinen
unermesslichen Reichtum im Himmel zurückließ, wird gerade dadurch betont, dass er in Windeln gewickelt in einer Krippe lag. Das war nicht irgendeine schöne Krippe, eine Futterkrippe für das Vieh. Das Zeichen, an dem die Hirten den Retter erkennen sollten, war eben gerade seine Niedrigkeit und Armut. Jesus, er hatte kein eigenes Kinderbett. Und einige Evangelien betonen das auch, dass der Messias sein nichts hatte, wohin er sein Haupt legen konnte. Und bei seinem Tod hatte er noch nicht einmal ein eigenes Grab. Vielleicht können wir die tiefe Bedeutung dieser Erniedrigung besser verstehen, wenn wir uns da an dieser Stelle so einige Bibelverse uns mal zu Augen führen. Die unvorstellbare Größe, mit der Gott beschrieben wird. Hier im Psalm 104, 1 und 2. Ich will den Herrn preisen von ganzem Herzen. Herr, mein Gott, wie groß bist du! Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spanntest den Himmel aus wie ein Zeltdach über den Wolken. Gott, er sagt selbst von sich, denn mir, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Als König Salomo den ersten Tempel einweihte, da betete er: Doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen? Geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Und Gott, er fordert Hiob mit den Worten heraus: Wer hat mir jemals etwas gegeben, das er nun von mir zurückfordern könnte? Mir gehört die ganze weite Welt. Was also hat unserem Herrn dazu bewogen, diesen seinen Reichtum zurückzulassen und in aller Armut und Bescheidenheit hierher zu kommen? Könnte natürlich ketzerisch einwenden, naja, vielleicht war Gott einfach geizig und kam deshalb arm auf diese Welt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er kam gerade deshalb arm auf diese Welt, damit wir reich werden können und damit er uns mit seinem Reichtum beschenken kann. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. In dem Maße, wie er seinen Reichtum aufgab, können wir nun reich werden. Er gab uns nicht nur einen Teil von sich, sondern er gab sich völlig und ganz und gar für uns hin. Er gab alles, den ganzen Himmel und alle Ewigkeit. Wir dürfen Miterben Christi werden, denen der ganze Himmel offen steht. Bereits hier auf der Erde, nicht nur im Himmel, dürfen wir den Reichtum der Vergebung erfahren, der Gerechtigkeit, der geistlichen Gaben und des ewigen Lebens. Und darüber hinaus den Reichtum aller himmlischen Herrlichkeiten erfahren, wenn wir im Glauben an Jesus Christus zu Kindern Gottes werden. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen,
sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Frage: Wie groß muss eigentlich der Verlust derjenigen sein, die dieses Angebot ausschlagen? Das ist in Ewigkeit nicht mehr wettzumachen. Das Schlimmste, das einem Menschen hier auf dieser Erde widerfahren kann, das ist, mit unvergebener Schuld und Sünde zu sterben. Zweitens, Gott ließ das Gericht zurück, als er in diese Welt kam. Jesus sagt über sein Kommen in dieser Welt: Wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht. Denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Das ist eine unheimlich starke Aussage, die nicht nur an dieser Stelle hier in der Bibel steht. Wir sehen hier einen Richter, der seine Richterrobe auszieht und für uns zum Anwalt wird. Hier begegnet uns ein Richter, der nicht mit dem Schwert der Todesstrafe kommt, sondern mit dem Freibrief der Begnadigung. Der Herr ließ unser Sündenregister im Himmel zurück. Gott kam in Jesus nicht auf diese Erde, um mit uns abzurechnen, sondern um das zu tilgen, woran wir schuldig wurden und werden. Er kam nicht gegen uns zu sein, sondern er kam, um mit uns zu sein. Und das haben wir eben in diesem Lied gesungen. Immanuel, Gott ist mit uns. Dabei hätte Gott allen Grund gehabt, die Welt ihrem Schicksal zu überlassen oder mit dem Schwert reinzuschlagen. Er hätte diese Welt richten können, er hätte es machen können wie bei der Sintflut durch Wasser oder wie bei Sodom und Gomorra mit Feuer, oder er hätte uns einfach den Lebensodem entziehen können. Denn die Menschen hielten seine Gebote nicht. Sie waren korrupt, bestialisch und gottlos. Hochmut, Lüge, Krieg, Tyrannei, Versklavung prägten die Menschheit, und das hat sich bis auf den heutigen Tag leider nicht geändert. Die menschliche Gesellschaft steht allezeit im totalen Widerspruch zu Gott und zu seinem Wort. Die Menschheit kehrt sich ganz bewusst von ihm ab, wendet sich Göttern, Götzen und vielleicht noch irgendwelchen Philosophien zu. Eine Aussage aus dem Buch Hiob über uns Menschen ist dabei sehr zutreffend. Welcher Mensch ist wirklich schuldlos? Wer kann vor Gott bestehen? Selbst seinen Engeln vertraut Gott nicht. In seinen Augen ist sogar der Himmel unvollkommen. Wie viel mehr die Menschen? Abscheulich und verdorben sind sie. Am Unrecht trinken sie sich satt, als wäre es Wasser. Trotz alledem kommt Gott uns nicht mit dem Schwert entgegen, um uns zu richten, zu töten und zu vernichten. Nein, er kommt uns als Richter ohne sein gerechtes Gericht entgegen. Denn er kam in diese Welt, um uns zu retten. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt,
um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Gott, er hat bei der Ankunft seines Sohnes das Gericht der Zerstörung im Himmel gelassen. Am Kreuz hat er es auf Jesus gelegt, damit wir vom Gericht entbunden werden. Wer das glaubt, wird nicht gerichtet, sondern ist vom Gericht befreit und geht als Gerechter in die Ewigkeit. Und deshalb sollten wir gerade auch zu Weihnachten ihm dafür danken. Denn ohne diese Tat könnten wir niemals zu Gott kommen. Wir schon gar nicht. Ja, wir, die wir zum Bundesvolk nicht gehören. Damit keine Missverständnisse aufkommen, diese Gnade ist befristet auf die Zeit, in der wir hier auf dieser Erde leben. Wenn wir uns hier das nicht für ihn entscheiden, das Angebot Gottes nicht annehmen, dann folgt natürlich in der Ewigkeit das Gericht. Das ist ganz klar. Sondern es geht darum, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, zu Gott zu finden, zu Gott zu kommen. Und deshalb kam Jesus Christus hier auf diese Erde, um uns zu dienen. Das Dritte, was Gott zurückließ, das ist seine göttliche Herrlichkeit im Himmel. Jesus, er kam in Niedrigkeit. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Er gab alles auf, was er bis dahin gehabt hatte. Obwohl er Gott blieb, ließ er seine Göttlichkeit zurück. Ausgenommen der Sünde nahm er alle menschlichen Einschränkungen auf sich. Er kam in diesem Sinn gesprochen nicht als Gott, obwohl er ein ewiger Gott ist. Er kam vielmehr als ein Erlöser. Im Philipperbrief wird es folgendermaßen ausgedrückt: Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis in den Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus, der Unbegrenzte, ist in all unseren Begrenzungen hinabgestiegen. Er, der der Ursprung des Lebens ist, ohne Anfang und ohne Ende, wurde als Mensch geboren und an Raum und Zeit gebunden. Der ewig Lebende wurde nun einem Alterungsprozess unterworfen. Derjenige, bei dem kein Wechsel des Schattens noch des Lichtes ist, der ewige Herrlichkeit besitzt, lernte Leid, Tränen und den Tod kennen. Er, der allgegenwärtige und allumfassende Gott, war plötzlich örtlich begrenzt. Er, dem alle Engel untertan sind und aufs Wort gehorchen, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen, lernte jetzt selbst gehorsam zu sein. Er, der die Sünde nicht kannte, ließ sich für uns zur Sünde machen,
und nahm alle Sünden auf sich, um stellvertretend am Kreuz die Schuld dafür zu bezahlen. Ich komme zum Schluss. Ich habe gerade eben im Philipperbrief vorgelesen, was die Erniedrigung Gottes ausgezeichnet hat. Und daraus sehen wir, was er im Himmel zurückließ, als er zu uns auf die Erde kam. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde wie die Menschen. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde gehorsam. Ja, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus, er hätte das jederzeit beenden und aufheben können. Aber er wollte es um unseretwillen nicht. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, um ganz und gar Mensch zu werden und uns erlösen zu können. Jesus kam aus der Weite der Ewigkeit in die Enge dieser Welt hinein, um uns aus Enge der Welt in die Herrlichkeit und Ewigkeit zu führen. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mit ihm leben darf. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir gemeinsam in dieser Weite des ewigen Lebens leben können und auch hier auf dieser Erde ihm nachfolgen können, für ihn leben und mit ihm leben und sein können. Amen.